Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit. Das nächste Video steht an. Lange, lange hat es gedauert. Ganz einfacher Grund und ganz einfache Erklärung. Ich wollte die Road to Dark Matter endlich abschließen, bevor ich das nächste Video hochlade. Da das ein sehr, sehr steiniger und langer Weg ist und die meisten Gameplays sowieso scheiße sind, wenn man zum Beispiel mit der Sniper spielt und damit nicht umgehen kann, möchte ich natürlich kein Bullshit hochladen. Deswegen habe ich das auch nicht getan. Gelegentlich habe ich gestreamt Road to Dark Matter und da haben viele eingeschaltet, habe ich mich sehr darüber gefreut. Jetzt kommen wir natürlich kurz zu der Tarnung hier anhand der K57 oder der GKS sieht man es ein bisschen besser, weil die komplett damit umhüllt ist. So, ich möchte euch natürlich auch mal ganz kurz den Moment einblenden, wo ich die Dark Matter erhalten habe. Mit der Koschka musste ich noch zwei Weitschüsse machen, die habe ich auf Militia erreicht. Da ist es. Na los, da ist er. Ich hab's geschafft. Oh, meine Fresse, endlich. Und da bin ich auch wieder zurück. Das habe ich, als ich den Weg eingeschlagen bin, habe ich das kurz erwähnt, dass leider die Abschuss-Totquote drunter leiden wird. Ich war anfangs, als ich damit angefangen habe, bei nicht ganz 2,0, jetzt bin ich bei 1,11. Das will ich natürlich in den nächsten Gameplays wieder pushen, weil ich da endlich wieder mit den Waffen spiele, mit denen ich richtig gut umgehen kann, wie der KN57 zum Beispiel. Ihr könnt auch sicher sein, dass ich jetzt wieder regelmäßiger hochlade, auch wieder öfter streamen werde. Morgen werde ich eventuell wieder streamen. Ich hänge jetzt noch ein Gameplay hinten dran. Das ist richtig cool geworden mit der KN57 und natürlich der Dark Matter. Auf Kontraband Team Deathmatch habe ich gespielt und ich habe nicht wie sonst mit meinem Scuf gespielt, weil der ist jetzt komplett im Eimer. Ich warte auf meinen neuen Scuf, der sollte eigentlich gestern kommen, kommt nicht. Dazu mache ich auf jeden Fall noch ein Unboxing, freue ich mich sehr drüber. Ich habe jetzt mit einem ganz normalen Controller gespielt. Das Gameplay ist trotzdem richtig cool geworden. Also man braucht nicht unbedingt einen Scuf, um hier einen Mega-Reiser zu machen, muss lediglich echt ein bisschen üben. Ein bisschen ist gut, ganz schön viel. Das Einzige, was ich hier drauf habe, auf dem rechten Analogstick zum Aim, ein erhöhten Analogaufsatz, weil man einfach sensibler aimen kann. Das macht richtig Bock und richtig Sinn. Wie gesagt, ein Unboxing kommt noch zu meinem neuen Scuf. Ich hoffe, der kommt vielleicht heute noch. Dann haue ich das Video in den nächsten 2, 3 Tagen raus. Morgen wird gestreamt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gameplay. Denkt an das Abo und den Daumen natürlich. Würde ich mich sehr drüber freuen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich rotze mal gleich hier aus dem Headglitch welche weg und dann zeige ich die Tarnung noch mal ganz, ganz in Ruhe. Oder auch nicht. Das ist ja schon mal ein schöner Start. Ein ganz schöner Start. So, da ist er. Ach, sieht ziemlich schön aus. Ich hab's gewusst, dass du da drin bist, mein Freund. Senderpfeil geht online. Ich bin mal gespannt, wen du dir jetzt fallst. In dem Radius von diesem Drecksscheiß Sensorfeil. Ich muss nicht dran denken, dass hier die Spawnpunkte wieder anders sind. Ich das eigentlich hin? Mein Gott, ey, muss aus der Fati kommen. Schritte. Nicht mit mir, mein Freund. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Bodenzeit bei 50%.
komm, eine schnelle Hilfe. Und ihr beide auch noch bei uns ist ein. Ach nein, ich war kurz vor. Ich war kurz vor Scharfschützen. Das ist schade. Setze Sensorpreis. Vielleicht blind kann es sein. Rasier hier gerade alles weg. Außer den, verdammt. Einfach mal Fresse halten, weiter zocken. Kriegt mich, obwohl da so viele stehen. Schade. Das hätte noch einmal irgendwas Tolles sein können. Wie auch immer. Ja, das sieht schon geil aus, wie sie sich verändert. Oh Gott, das war eine angenehme Runde. Und ich kann euch sagen, man braucht nicht unbedingt einen Scuff dafür. Mein aktueller Scuff, der hier, ist aber jetzt völlig im Eimer. Ich warte auf meinen neuen, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Lasst gerne einen Daumen da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.